Herzlich willkommen im Gruselhaus. Wir sind Annemarie. Rote. Und wir haben euch heute eine Special-Folge mitgebracht. Und zwar die 80. Ist es die 80.? Ich guck mal hier. Achso, guckst du nochmal in den Unterlagen? Oh mein Gott, meine alles zerstört. Alles. So, wochenlange Arbeit mit einem Schlag. Ja gut, Kurzfilme. Ja, ist das Thema. Genau, das ist nämlich unser Thema. Wir das war's. Heute auch. Tschüss. Das war ein kurz, Entschuldigung. Kurzes Gastspiel. Ja, wir haben dementsprechend natürlich keine Hard Facts für euch. Aber wir versuchen mal so ein bisschen darüber zu quatschen, was Kurzfilme sind, was sie ausmacht. Und ja, mal schauen, was wir so zusammenkriegen. Also der Grundfakt ist, die maximale Länge eines Kurzfilms ist 30 Minuten. Was schade ist, weil ich hier viele Filme, was heißt viele, zwei Filme habe, die eine Dreiviertelstunde gehen und deswegen aus dem Raster fallen. Ja, 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 das ist schon krass. Unter anderem ein wunderschöner Film namens Haze, ist ein japanischer Film. Ja. Ist super. Für mich ist es ein Kurzfilm, der geht 49 Minuten. Mein Gott, für mich ist er da noch mit drin. Ja, aber ist halt nicht. Ist halt nicht. Nee, nee, nee. Schitte ist, ne? Ja, gut. Ja, der Begriff wurde quasi so auch erst geprägt, 1915. Mein Gott. Hat sich das Ganze so entwickelt. Da waren wir noch jung. Man muss halt auch dazu sagen, dass es natürlich auch damals nicht so war wie heute, dass er irgendwie gängig war, dann irgendwie ein Film, der anderthalb, zwei Stunden geht, irgendwie zu drehen, sondern es waren viele Filme generell kurz, weil es war teuer und alles. Ja, ne? Ja, gut, klar. Und ja, aber es hat sich etabliert, die Definition, dass ein Kurzfilm ist, wenn es quasi sich auf eine halbe Stunde reduziert oder natürlich auch kürzer, also alles, was drunter liegt, ne, alles klar. Ja. Gut. Es ist eine schwierige Herangehensweise an das Thema, aber man geht jetzt mal so seine Filmsammlung durch. Es gibt natürlich auch sowas wie, oder wolltest du noch was zu den Hard Facts sagen? Nein, nein, alles gut, ich war durch. Was wir ja auch schon besprochen hatten, die ABCs of Death zum Beispiel, wo halt sich Short Story an Short Story reiht quasi. Genau, ne? Also wir haben zwar, es ist halt ein Projekt, wie gesagt, wir haben auch eine Folge schon dazu gemacht, zum Teil 1 auf jeden Fall. Hört rein. Super Folge, ich habe die scheiß Buchstaben erwischt. Das stimmt, richtig krass. Auf jeden Fall ist es so, du hast zwar außenrum ein Rahmenprogramm quasi, aber es gab eben 26 Buchstaben gibt's, ne? 26 Regisseure und jeder hat halt... Ich zähle mal eben nach. Jeder hat halt ein festes Budget bekommen und einen Buchstaben zugeteilt bekommen und dann hier macht was draus so ungefähr. Ja, und ja. Diese einzelnen Episoden sind halt eben so Kurzfilme, die eben in einer Rahmenhandlung in diesen ABCs zusammengefasst worden sind. Wunderbar. Und natürlich gibt es da auch einen zweiten Teil von. Ja. ABCs of Death. Den haben wir noch nicht besprochen. Nein. Ich weiß gar nicht, ob wir den im Schirm haben. Das weiß ich auch gerade gar nicht. Weiß ich auch nicht. Aber auf egal. Jeden Fall kann ich mich, haben wir den einmal geguckt, irgendwie den zweiten Teil. Und ich kann mich noch an einen Kurzfilm irgendwie erinnern. Der war mit der, klar, nämlich Badesalz. Ja, der war mega. Ich habe das so gefeiert. Ja, und der geht da ab wie ein wilder Stier. Ja, ist ja, herrlich. Ist halt super. Und wenn man halt bei so Episodensachen bleibt, dann zählen ja halt auch diese beiden Teile von diesem VHS. Es gibt drei Teile. Warum war ich jetzt nur auf Zeit? Weiß ich nicht. Schon wieder blamiert nach knapp 4 Minuten? Ne? Kurz blamiert. Kurz blamiert, nur. Genau, es fing an mit VHS. Ja, dann kam das SVHS und dann kam dieses VHS viral, meine ich, hieß es. Ne? Wie hat sich das jetzt gerade gar nicht mehr genau, verstanden? Viral hieß es. Genau, auf jeden Fall sind das so, so ein bisschen so Found-Footage-mäßig angehaucht. Ja, aber halt, ich glaube, immer 3 oder 4... Ich glaube, bei dem einen, es waren so bei den ersten beiden Teilen waren es sogar 5 Episoden. Echt? Doch so? Die halt auch in so einem Rahmen... Ich sitze ja gerade günstig. Ja. Die halt auch in so einem Rahmen, Rahmenhandlungen mit eingebunden worden sind. Ha, guck an. Perfide Episodenfilme. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie gut ich die wirklich fand. Ich glaube, den ersten fand ich noch irgendwie ganz okay,
An den dritten erinnere ich mich anscheinend gar nicht mehr und den zweiten fand ich schon so lala irgendwie. Da kann ich mich auf jeden Fall. Ich müsste jetzt wissen, was da für Episoden waren. Das ist schon so lange her. Ja, keine Ahnung, ey. Das ist wirklich richtig lange her. Ja. Obwohl krass. Ich ja immer scharf war auf diese VHS-Edition. Ja, halt. Da war ich. Das stimmt. Ne? Und, aber nie bekommen. Nie bekommen. Wunderbar. Ja, VHS. Ich weiß, ich glaube, der sagte mir irgendwie nicht so. Zu. Das kann gut sein. Wie gesagt, also ich glaube, den ersten fand ich noch ganz okay, aber dann den zweiten war Map und wie gesagt, an den dritten erinnere ich mich gar nicht, ob wir den jemals gesehen haben. Ja, liegt hier rum, ist auch das Mediabook, aber naja. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Ja, ne, was kostet die Welt? Aber, was ja. Wollt? Hm? Ich wollte auch gerade dir das Wort überlassen mit meiner Gestik. Wenn man dann natürlich dabei ist, dann viele Vorreiter, Lionel, James Wan mit ihrem Saw haben sie neue Maßstäbe gesetzt, was das Torture-Porn-Gewerbe angeht und was wahrscheinlich viele nicht wissen, aber wahrscheinlich wissen es eh alle wieder, dass ja der Saw auch aus einer Kurzgeschichte heraus stammt. Ja. Da geht es ja um die Szene, wo dann Lee Winnell in der Bärenfalle halt drin ist. Ja, stimmt. Und stimmt, sich da. Ja. Nö. Ich musste gerade mal tief kramen, aber stimmt, ja. Hast du recht. Du weißt es nicht. Doch, ich weiß. Kommt immer so. Im ersten Moment wollte ich halt sagen, nee, weiß, wusste ich gar nicht, aber jetzt. Doch. Dann doch. Ja, genau. Also so passiert sowas natürlich auch. Du hattest von den Andreas Muschitti. Diesen Mama hattest du ja auch aufgeschrieben gehabt irgendwo. Und ja, so, und so können dann nämlich eben auch so Kurzfilmen dann halt auch Langfilme oder Filme werden. Blockbuster. Wo man sagt irgendwie, ja, hier auf diesen Kurzfilm bauen wir jetzt eine Story drumherum halt auf. Aber ob das immer alles so sinnig ist, ist mal dahingestellt. Aber. Ja, gut, ne? Das ist halt sowieso immer, ne? Aber was ich halt nochmal ganz kurz sagen wollte, weil wir gerade bei ABCs of Death und diesen VHS bei so Episodenfilmen waren. Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht, ich wollte nur hier, dass das für mich. Nee, voll, ist ja auch völlig richtig. Aber ich wollte halt dann nochmal drauf hinaus, dass es ja diese ganzen Geschichten aus der Gruft-Sachen sind ja auch alles Kurzfilme und Episodenfilme oder wo wir auch schon eine Folge zugemacht haben von Romero. Die unheimlich verrückte Geisterstunde. Genau, war das, ne? Genau. Der Kuchen! Der Kuchen! Der Kuchen! Zum Vatertag. Ja, genau. Auf jeden Fall, das sind natürlich. Zum Vatertag. War ich Geburtstag? Der Geburtstag. Ist ja auch scheißegal. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall der Kuchen. Und das sind natürlich halt auch alles Kurzfilme, Episoden. Ja. Innerhalb einer Storyline. Line. Genau, innerhalb einer. Wo man eben durchgeführt wird. Wir wissen alle, ne, Geschichten aus der Gruft. Unser kleiner Moderator. Sprich dich ruhig aus. Genau, unser kleiner Moderator. Und da hat man natürlich auch richtig viel Kurzfilm- oder Episodenmaterial, wie man es auch immer nennen möchte. Und weil wir gerade bei so Sachen waren. Ja, ich sehe schon, das wird heute eine Schlafwagenfolge. Das stimmt, ne? Weil wir gerade bei so Sachen waren wie Mama zum Beispiel. Ich hatte es auch schon kurz angesprochen, eben sowas wie von dem Soundwork. Ja, gut, Soundwork wollte ich sowieso ein großes Thema drum machen, weil das ist ja nochmal eine ganz andere, das ist ja eine ganz andere Liga alles, ne? Ja. Genau, die unheimlich verrückte Geisterstunde war es ja, von Romero war es. Und natürlich kann man dann auch Katzenauge hinzuziehen von Stephen King. Der ja auch, ich weiß, vier könnte sein. Dinge in sich hat. Ich weiß es leider. Ich glaube, der steht bei dir irgendwo, der Film. Nein, der steht hier, der Film. Nein, weil die jeweiligen Episoden echt toll sind. Alleine mit dem Rauchen am Anfang ist echt klasse. Ne? Ja. Hä? Ist das nicht auch? Der Makler, ne? Ja, habe ich nämlich gerade hier auch gesehen in unserem Regal. Der Makler, das sind ja auch so einzelne Episoden. Ja. Fand ich eigentlich auch ganz cool gemacht, muss ich sagen. Das war doch da mit dem bekloppten Affe, ne?
Ja, ich meine schon. Also ich krieg's jetzt auch nicht mehr ganz genau zusammen. Nee. Aber so hat man halt eben immer wieder so Filmprojekte, die einfach sich zusammentun mit so eben einzelnen Kurzfilmen. Und das finde ich immer richtig cool, muss ich sagen, weil du halt trotzdem das Ganze irgendwie in so einer, ich weiß, das kann jetzt schon keiner mehr hören, nach 10 Minuten so eine Rahmenhandlung halt hast, aber es sind trotzdem so einzelne Filmchen für sich natürlich, so Kurzstories, und das finde ich immer sehr gut. Das Schlimme ist, mein Kopf ist gerade völlig leer, was die ganzen, auch bei Katzenauge, war das, ist das auch da, wo die Katze dem Kind den Atem raubt, wo dieser kleine Gnom am Ende da... Das kann sein, damit kenne ich mich immer nicht so gut aus. Ist auch scheißegal. Aber auf jeden Fall Katzenauge, King, was? Ja. Stephen Katzen. King? Hat ja sowieso auch, also zumindest in Buchform, auch viele Kurzgeschichten gemacht. Ja. Hat er. Hatte. Hat er. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche beiden. Nee. Auch super Geschichten dabei. Sind aber Bücher, wir sind aber... Bei Filmen. Bei Filmen, ne? Genau, genau. Und hatte ich jetzt, ja, natürlich Trick or Treat, ist natürlich auch mega, sind natürlich auch viele kleine Rahmenhandlungen um eine große Rahmenhandlung. Genau, also man hat da immer so diese einzelnen Handlungsstränge quasi, die eben in einem Film so zusammengesperrt werden. Der kleine Sam. Ja. Der kleine Sam. Das ist auch cool. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht, also hört da gerne. Hört da gerne rein, ne? Ja. Genau wie, ne? Ja. ABCs of Death, mir ist das ja nicht eingefallen. Da hast du es doch stehen. Ja, aber es steht nicht hier, es steht da. Ja, das stimmt. Die Leute sind verwundert. Mhm, das sowieso. Naja, egal. Es gibt noch viele tausend weitere Episoden, ja. Filme oder hier so Kurzgeschichten, Filme. Ja. Und es gibt bestimmt auch tausend Sachen auf Netflix und so ein Gedöns, wo man auch sowas... Ja, bestimmt. Also da gibt es halt schon echt sehr, sehr viel. Aber es gibt natürlich auch eine Hülle und Fülle an Kurzfilmen, die man so mal eben über YouTube sich anschauen kann. Wo halt wirklich der Regisseur oder die Bock haben, so filmmachermäßig was dazu gestalten, eben zu sagen, okay, das ist eine Plattform, da kann man mal sich einen Namen machen und einfach mal loslegen. Und ich wollte, bevor wir so ein bisschen weiter einsteigen, einfach mal sagen, was ist einfach der Unterschied zwischen einem normalen Langfilm und einem Kurzfilm? Und das jetzt nicht die Länge, sondern... Da du die Frage stellst, musst du ja eine Antwort parat haben. Ich habe keine. Ja, ich habe mir eine Antwort aus den Fingern gesucht. Nein. Es ist natürlich auch. Hier es kommt. Ist natürlich so, dass halt ein Film mit einer normalen Filmlänge hat einfach die Chance, die Charaktere werden dem Zuschauer näher gebracht, die werden eingeführt. Schaffen aber auch viele Filme nicht. Davon gehe ich jetzt, also ne, davon gehe ich jetzt mal weg. Aber in der Regel ist es eben so, die Charaktere werden eingeführt, der Handlungsstrang wird irgendwie erklärt, es wird eben ein Spannungsbogen aufgebaut, und bis es dann zum Showdown halt kommt. Und irgendwo wird dann die Geschichte abgeschlossen. Ne? Entweder wird sie halt so aufgeklärt für den Zuschauer, dass er denkt so, wow, boah, oder nicht. Aber in muss man ja schon sagen, in den meisten Fällen gibt es dann auch eine Aufklärung des Ganzen, und der Film ist damit halt abgeschlossen oder schließt damit eben ab. Und bei Kurzfilmen ist es eben einfach so, dass gerade diese, ich sag jetzt mal, 5 Minuten, 2 Minuten, 10 Minuten Kurzfilme auf YouTube, du lachst schon. Nein, ich lach gar nicht. Ich... Es ist halt einfach so, dass du ja quasi keine Storyline hast. Du hast eine Situation, die dir gezeigt wird als Zuschauer, und diese wird irgendwie mit einem Knall beendet, sag ich jetzt mal. Ne? Entweder der Jumpscare oder so, ne? Also schon so in diese Richtung, dass du dich dann wirklich gruselst und dann, oh mein Gott, aber es ist ja kein Handlungsstrang in dem Sinne, es ist halt kein Spannungsbogen da aufgebaut, also Spannungsbogen schon, aber es ist jetzt nicht, dass du ja die Charaktere volle Kanne kennenlernst etc. pp., sondern du kommst schnell in dieser einen Szene auf den Punkt. So. Ja, und das ist das Geheimnis eines guten Horror-Short-Film-Movies. Gerade es gibt, du hast es gesagt, auf YouTube eine breite Fülle an Film, Short, Film.
Gut, gehen wir zu dem Reiter. Pony Smasher. Wer kennt den Kanal Pony Smasher? Es ist natürlich der Kanal von David F. Sandberg. Ne? Mit seiner bezaubernden Frau Lotta Losten. Juhu. Ja, die beiden sind schon ein geiles Dreamteam. Sie sind ein echt ein super Dreamteam. Ne? Hier mit Lights Out, ja. Kurz gedöns. Fing es damit an? Ich weiß es nicht, ob es damit anfing. Ist auch egal, auf jeden Fall Lights Out. Also der Reihenfolge kann ich dir überhaupt nicht sagen. Massig gewonnen auch. Ja, ne? Und ja. Boah. Ist schon krasser Scheiß. Auch das ja. Andere alle, was die da noch gemacht haben. Ich finde diesen... Ich weiß, du hast sie alle aufgeschrieben, ich habe sie leider gar nicht. Dieses Pick-Chart, ist das mit dem Bild wahrscheinlich. Genau. Ne? Und den fand ich richtig gruselig. Jedes Mal, wenn sie wegguckt, ist das Bild da verändert. Naja. Ja, genau. Dann ist dieses... Closet Space, glaube ich. Ist das da, wo er in den Schrank geht und dann weg ist? Ne, der erste Figur ins Schrank, ja. Da sind zwei da und ja. Dann... Ja. Genau. Ja, sehr, sehr. Also mit diesem Wandschrank halt einfach und das sind halt schon so coole Sachen und die kommen ja auch, ich glaube, in ihren Kurzfilmen sprechen die ja auch nicht großartig. Das heißt, ja, du... nicht großartig trifft schon sehr. Das heißt, du, oder die beiden erzeugen halt einfach diese Atmosphäre mit dem, was sie halt da darstellen. Ja, vor allem und auch nur zu zweit. Also das ist halt so, ne, krass. Das ist furchtbar gut. Ja, super, super geil. Und da ziehe ich. Was haben die noch gemacht? Ja. Was das, also ich habe aufgeschrieben, Camp Closer, Lights Out, Pictured, Not So Fast, Koffer, See You Soon. See You Soon ist mega, weil der nur 14 Sekunden geht und wirklich on point trifft. Du musst es auch schaffen, innerhalb eines ganz kleinen Zeitraums on point. Es muss. Ja. Es ne? Muss dann bam. Hau drauf, Ende. Knallen, genau. Auch wenn der Film nur 10 Sekunden geht. Du musst. Genau. Und dann hätten wir noch Attic Panic und Closed Space. Aber ich kenne jetzt auch nicht alle, muss ich gestehen. Das noch gut, wo sie da im Keller rumfliegt und dann ist dieses Geister mit dem Laken und dann zieht sie das Laken weg in ihr. Ja, guckt es euch an, ihr kennt wahrscheinlich alle Ponys. Ist ja auch nicht schlimm. Es ist auf jeden Fall ein Mensch, den ich sehr groß feiere. Ja, definitiv. Umso mehr hat es mich gefreut, dass er die Chance bekommen hat, Lights Out in eine Langfassung zu. Ja. Ring. Also, Film, okay, ne, aber er hat es geschafft dadurch. Ja. Also. Definitiv. Und ich finde den Film halt auch richtig gut, muss ich sagen. Es hat wahnsinnig gute Schauspieler, der Film, das ja. Muss man sagen. Das ist es schon. Ja, die harmonieren halt echt gut zusammen, Wahnsinn. Muss man wirklich sagen. Und ja, das war natürlich ein großer Name unter den Kurzfilmern. Ja, aber so ist halt, dass man auch so das schaffen kann. Ja, auf jeden Fall. Dass man auch so das schaffen kann. Auf jeden Fall haben wir natürlich noch eine Latte an Kurzfilmen, wo wir auch mal so zwischendurch reingeschaut haben, weil ich für meinen Teil muss sagen, ansonsten kenne ich mich so mega krass jetzt auch nicht aus, was es da alles gibt, aber habe in den letzten Tagen mal so ein paar Sachen mir zumindest angeschaut und muss sagen, es, ja wirklich dieses On-Point, was du halt gerade schon gesagt hast und das ist halt ein... Gut, du hast es ja auch gesagt, nur auf Deutsch. Auf den Punkt! und das einfach... Jetzt hast du meinen Punkt unterbrochen. Deinen Faden unterbrochen. Auf jeden Fall manchmal eben ein, das noch mehr in den Nacken kribbelt, als halt ein normaler. Ja, weil es sich nur auf diese eine Situation jetzt bezieht. Da ist nicht, ja, und am nächsten Morgen ist dann halt... Ja, nein, es geht nur um diesen kleinen, beschissenen Augenblick. Ja. Und da muss ich sagen, hatte mich sowas auch sehr gepackt wie Bedfellows. Bedfellows, stimmt. Den wollte ich ja nicht noch geguckt haben, bevor wir hier losgehen. Oh, da habe ich ja, da hatte ich ja Gänsehaut, muss ich ja sagen. Da war jetzt nicht viel bei, aber es ist so effektvoll gewesen. Ja. Und machen wir uns nichts vor, es ist halt immer viel CGI halt mit dabei, ne? Weil. Und halt Jumpscare. Kostet ja auch alles Geld, ne? Genau. Und was ich halt auch sehr, sehr krass fand, war dieser so Smiling Man. Smiling Man war cool. Boah, Alter, hatte ich da Gänsehaut. Ich dachte, oh mein Gott. Von wem war der? Michael Evans, von dem war der Smiling Man. Krass, ja. Auf jeden Fall der Short. Kiste. Short. Ja. Ich hatte noch von Christopher Cox Sweet Dreams. Aber ja. Er hat auch viele, viele andere auf YouTube. Also das bezieht sich jetzt alles auf YouTube, weil... Ich weiß nicht, ob die eigene Webseiten haben oder sowas. Ne, ist nicht böse gemeint, aber YouTube ist natürlich die erste Anlaufstelle, wenn man nach so etwas halt sucht.
Ne? Auf jeden Fall. Und ich sag mal, dafür machen die das ja auch teilweise. Dass die wissen ja auch genau, dass es für die dann halt auch Werbung. Natürlich und, ist das Werbung. Da generieren die ja halt dann auch ihr Publikum und ihre Klicks, was ja auch völlig legitim ist und völlig in Ordnung ist. Und ja, ich hätte mir halt auch gerne einen Kurzfilm halt angeguckt, der auch wohl sehr viele Preise gewonnen hat von Thorsten Schade. Genau, Thorsten Schade. Den haben wir leider nicht gefunden. Grandioser Mensch aus dem Ruhrpott. Geboren auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er da immer noch ist. Ich habe leider den Film auch nicht gefunden gehabt. Leider Gottes, diese Invitation, die Einladung. Die Einladung. Zu Deutsch die Einladung. Aber muss man mal gucken, ob man den vielleicht mal gekauft kriegt, weil neugierig bin ich da schon sehr. Vielleicht hört Thorsten Schade ja auch zu und kann uns vielleicht ein kleines Präsent bereiten. Keine Ahnung. Weil ich habe ihn wirklich nicht gefunden. Ich habe versucht und versucht und versucht und versucht. Es ist ja auch nicht so jetzt, ne, dass man jetzt irgendwie alles umsonst haben möchte oder sowas, um Gottes Willen, weil wir gerade bei YouTube waren. Ne? Ja, ja, aber, wir sind ja auch bei YouTube. Und aber, sehen uns an, wie erfolgreich wir sind. Ich muss sagen, da bin ich dann schon nochmal neugierig, weil da können wir jetzt zum Inhalt leider nichts sagen. Nein, aber das steht nochmal halt auf der Liste, dass man den. Doch, weil der hat ja auch hier. Der hat voll abgeräumt. 100, fast 150 Preise oder 140 Preise da gewonnen. Und das macht ja schon sehr, sehr neugierig, ja, muss ich sagen. Ich glaube, der ging aber nach meinem Wissen 24 Minuten, der Film. Also noch gerade so drin, ne? Ne? Ja, ist auch okay. Mein Teil ist okay. Super, ich finde es super. Ich möchte auch gerne einen Kurzfilm machen. Hatte ich ja auch schon mal gesagt. Ja. Ich möchte auch sowas tun. Dann komme ich in Gefängnis und das war's dann. Ne? Super. Geil. Ne? Hervorragend. Weil ich mich an nichts halte. Copyright. ja. Ich wollte noch mal ein paar Namen reinwerfen hier, weil die es auch. Wie gesagt, es gibt Tausende. Jeder, der jetzt nicht erwähnt wird, ihm ist es eh scheißegal, weil die uns eh alle nicht kennen. Höchstwahrscheinlich. Ja, und weil es halt auch in diesem Bereich, muss man sagen, so viel gibt halt einfach. Ich fand hier diesen I Heard It Too auch noch ziemlich cool von Matt Sears und Tim Knight. Ja. War auch cool. Gut, vielleicht muss man jetzt hier nicht mit dem Singsang immer so ausholen, aber. Ja gut, aber damit hat sie natürlich dann wieder versucht, oder haben sie dann wieder versucht, diese Bindung zwischen Mutter und Kind so ein bisschen halt in der Kürze der Zeit halt so einzupacken. Und ich hatte noch von Jack Shanks, ne, Man on a Train. Das ist sitzt auch eine junge Frau im Zug und das ist auch sowas Furchtbares. Oh Gott, hört sich gut an, ja. Hört sich sehr gut an. Guckt mal rein, Jack Shanks, Michael Evans. Ja, ich habe so auch mal. Gruselhaus. Gruselhaus, ja. ich habe auch mal geguckt, was so die Top 10 Kurzfilme halt sind, was einem da so genannt wird. Gibt's da eine. Es gibt da so eine. Und ich kann ja mal sagen, irgendwie auf Platz 1 ist es halt. Ist es ja eh immer Geschmackssache, ne? Ja, gut, die Hälfte kennt man wahrscheinlich gar nicht. Auf Platz 1 ist halt Lights Out von unserem Mr. Sandberg. Dann ist das Paradebeispiel dafür. Genau, dann auf jeden Fall Mama, hatten wir schon gesagt. Dazu gibt es ja halt dann auch den Langfilm von dem Moschetti. Dann Alexia von Andres Borgli. Kenne ich leider gar nicht. Dann Platz 4, The Black Hole, von einem Zweiergespann, irgendwie Philip Sampson und Ollie Williams. Wenn ich jetzt die Namen richtig ausspreche oder falsch, ihr wisst, ihr kennt mich. Dann irgendwie Still Life von John Knauts. Dann das Bad Fellows von Drew Daywald. Der ist echt gut. Der ist so krass, weil es ist nicht viel. Das ist wirklich dieses klassische. Nein, sie schläft, Telefon geht, Mann geht ans Telefon und dabei sollte eigentlich neben ihr liegen. Ja, Ende. Und es liegt etwas neben ihr. Oh mein fucking Gott. So, aber nur dazu. Dann Downstairs von Lee Boxleitner. Wie gesagt, kenne ich leider auch nicht. Dann achtens Night Night Nancy von irgendwie Farinella, wenn ich das richtig ausspreche. Dann neuntens. Es ist gar keine Top 10, es ist nur eine Top 9. Wo hast du diese Liste her? Oscar. Ich habe recherchiert. Einfach recherchiert. Einfach recherchiert, dann wurden mir die angezeigt. Und Nummer 9 ist Dinner von Chris Riddell und Nick Riddell. Ja, super Leute. Fand ich jetzt mal irgendwie ganz interessant, dass es da halt irgendwie so eine schon
so eine Liste gibt mit so Platzierungen, sag ich jetzt mal. Aber ja, das ja, ist aber ja Listen halt eher... Listen und Platzierungen sind halt immer schwierig. Es ne? ist das ja ist halt immer sehr mannigfaltig. Sagt er und macht eine Top 50 Lieblingsfilme. Ja, richtig, richtig. Nee. Genau. Ja, ich persönlich finde das ein super spannendes Thema, weil man halt nicht viel drumherum hat, sondern wirklich nur sich in dieser einen Situation befindet und da passiert halt alles. Ja, deswegen. Genau. Man wird halt sofort, du hast halt keine Vorerzählung, du wirst halt sofort in die Situation, in der genau. es passiert, halt reingeworfen. Weil bei mir ist dann immer so, es gibt ja so Filme, die ziehen sich und dann ziehen die sich noch weiter. Die mögen ja gut sein, aber die ziehen sich bis zum geht nicht mehr. Und dann denkst du dir so, ja, jetzt eine knackige Kurzgeschichte, ja. Wunderbar. Und das ist dann halt so, das ist wirklich, haben wir auch bei diversen Filmen im Podcast halt schon gesagt, dass wir sagen, ja gut, hätte dem Film jetzt auch nicht geschadet, wenn er 20 Minuten kürzer gewesen wäre. Ne? Und das finde ich, ist halt super, super oft so. Ja, es geht halt viel verloren dadurch, dass man halt, ja, wir müssen den Film jetzt noch ein bisschen strecken, ne? Und es gibt natürlich Filme, die brauchen das, ne? Dass so eine Szene ausgespielt wird, dass der Highway stundenlang gezeigt ja. wird, dass, ne? So, dass so die Szenen in die Länge gezogen sind. Es gibt eben Filme, die sind darauf ausgelegt, das ist der Stil des kompletten Films und das braucht dann, also das passt dann halt auch. Aber es gibt halt auch Filme, wo du sagen kannst, okay, das und das hat jetzt nichts zur Handlung beigetragen. Das hätte halt alles rausgeschnitten werden können. Und dann lieber mal kurz und knackig einfach. Ne? Und wir hatten ja auch, haben wir ja auch schon besprochen, zum Beispiel dieser Wolves at the Door. Der geht 60 Minuten, zählt natürlich damit auch nicht mehr zu Kurzfilmen. Aber ich finde, er schafft das, in einer Stunde alles komprimiert, nee, wie heißt das? Komprimiert, mein Gott. Komprimiert eben reinzupacken und er ist, hat alles drin, was er braucht und er ist halt auch nicht langatmig somit. War dieser Holiday ist eigentlich auch sowas? Ja. Aber ich glaube, der war richtig beschissen, ne? Also du fandst, glaube ich, 90% der Sachen doof. Also ich fand's okay. Ich glaube, ich bin auch eingeschlafen. Das kann sein. Egal, nur weil ich es gerade hier im Regal gesehen habe. Ich hole ja alles aus dem Regal raus, ein riesen Ding hier schon wieder liegen. Ja. Alles, ne? Ja, wer sortiert das nachher wieder ein? Ja, wir müssen ja sowieso mal. Ja, wir haben ja noch so viel Zeug da unten liegen. Das ist furchtbar. Kurzfilme. Also, natürlich, David Sandberg hat mich darauf gebracht, auf die Kurzfilme, weil mega. Ne? Wahrscheinlich gibt es 1000 andere Vorreiter, die sich dann fragen, hey, ich mache das jetzt aber schon seit einer Woche länger als der David Sandberg. Und warum habe ich hier gar nichts? Gar nichts. Warum werde ich nicht von James Wan angerufen und hör mal, willst du nicht aus... Was weiß denn ich? Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Genau. Ich weiß selber nicht, worauf ich hinaus will. Aber ist auch egal. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal spannendes Thema. Ja. Kurzfilm. Ja. Du willst ja schon zum Ende kommen, oder was? Ach, hab ich noch gar nicht gesagt. Ah, du machst mir einen kleinen Eindruck. Ne? Nein. Ja, Schweigengewalt. Ja, ich überlege gerade, was man dazu noch sagen könnte, in aller Kürze. Ich weiß gar nicht, ob Guinea-Pig zum Beispiel. Wo ist er? Ich suche ihn gerade die ganze Zeit. Der müsste da... Da. Kommst du da dran zufällig? Guinea-Pig neben Ghost Ship. Und God's Army. Ja, Moment. Ich muss mich erheben. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange da die einzelnen Episoden halt gehen. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Okay, insgesamt geht es 430 Minuten. Aber das sind halt alles auch einzelne Dinge. Ja, 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 okay, das habe ich nicht gesehen. Ja, das ist ja starker Tobak. Da habe ich mich rausgehalten. Ne? Ganz starker Tobak. Ganz starker Tobak. Ja. Hast du noch irgendwie eine, vielleicht aus anderen Genres? Du bist ja auch immer so verrückt und guckst andere Genres. Ja, ich bin ja verrückt, ne? Nee, das aber ist ja nicht so. Ich muss sagen, wie gesagt, also ist jetzt nicht so, dass ich mich so mega krass bei Kurzfilmen auskenne, aber ich finde, es ist durchaus faszinierend, wie ja schon mehrfach erwähnt. Flowers of Flesh and Blood. Guck an. Und, mir fällt jetzt halt wirklich nichts ein, wo ich sage, boah, ja krass,
da und daher kenne ich noch so Kurzfilme oder sowas aus dem und dem Genre. Natürlich kann man sagen, irgendwie wäre es mal ganz interessant zu wissen, wie halt so Serien eben entstanden sind, weil so diese typischen Sitcoms oder sowas gehen dann halt irgendwie pro Folge 20 Minuten. GZSZ. Nicht GZSZ gemeint, weiß ich, hör mal, wer der Himmel. Ich habe ja auch nur GZSZ gesagt, ich habe ja nicht gehört. Und das ist dann halt auch mal interessant, wie das, ich meine, klar, es ist eine Serie, da reiht sich ja die Handlung in mehreren Folgen aneinander. Deswegen das Wort Serie. Aha. Ja, Klugscheißer-Modus, ja. An ja, und wieder aus. Problem. Auf jeden Fall ist das ja auch schon wieder interessant irgendwie. Und mich würde dann interessieren bei diesen ganzen hier wie Matt Sears und Christopher Cox, ob die Ambitionen haben, einen langen Film zu machen. Vielleicht haben die auch schon einen langen Film gemacht, aber ob man da. Ne? Ja, also. Ich überlege gerade, was ich so machen würde. Ich glaube, wenn ich kurz wäre, hätte ich keine Ambition, irgendwie einen langen Film zu machen. Ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwie dieses. Ich glaube, das Interessante an diesem Thema Kurzfilm ist halt einfach, dass du dich da auch wirklich so austoben kannst, ne? Weil ja. Ich glaube, wenn dann nachher irgendwo so ein, ich sag jetzt mal ganz platt vielleicht, wenn du Glück hast, irgendeine Produktionsfirma noch auf dich zukommt und dir irgendwie ein gewisses Budget gibt und sagt, ja hier, und machen sie doch mal ein Drehbuch draus. Ja, rast es aber auch schnell aus. Und dann, weiß ich nicht, dann bist du halt ja auch gezwungen, den Entscheidern, den Geldgebern muss das ja dann auch gefallen und sowas halt alles. Und schon hast du nicht mehr das alleinige Sorgerecht. Richtig. Ne? Ja, und schon bist du halt in der Maschinerie, wo du viel mehr kontrolliert wirst, was da gemacht wird, weil es muss ja dann auch irgendwo wieder Gelder einspielen etc. pp. Und damit bist du dann schon wieder eben unter Druck auch gesetzt. Ne? Und so Kurzfilme verbinde ich wirklich so ein bisschen mit Freiheit, mit ich mache jetzt mal hier, probiere mich mal ein bisschen aus. Ja. Und ja, wenn man sich dann noch mit Kameraführung gut auskennt und vielleicht noch so ein bisschen mit, ja, heutzutage klar, entsprechend Computertechnik da bewandert bist, die richtigen Programme hast, die wahrscheinlich auch nicht gerade günstig sind oder sowas, für wenn du es im Hobbybereich machst. Ja, wie alles im Hobbybereich. Ne? Ne, aber du bist, glaube ich, einfach super frei in dem, was du machst. Ich kann mir eine E-Gitarre kaufen, ich kann mir aber auch eine E-Gitarre kaufen. Ja gut, ne? Das ist halt immer so. Ich kriege eine E-Gitarre für 30 Euro mit Verstärker, da weißt du aber schon, worauf du dich einlässt. Ja. Du kannst ja aber auch eine Gibson holen, dann hast du den Salat schon. Mhm. Ne? Ja. Der Salat. Und so ist das ja im Filmgeschäft nicht anders, nee, nee, natürlich. Sagte er, der noch nie in seinem Leben eine E-Gitarre in der Hand hat, gehabt hat. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Natürlich steht hier, ne? Ja. Die E-Gitarre von Jimi Hendrix. Keine Ahnung, hat er jemals E-Gitarre gespielt? Nein, hier steht hier Jimi Hendrix. Nein. Oh, scheiße. Wie gesagt, es ist halt ein schwieriges Thema, weil man halt, man ist halt darauf angewiesen, was man halt, es ist halt nicht wie ein normaler Film, wo man halt sich totquatschen kann und sich amüsieren kann über die Doofheit der Leute, die in dem Film halt handeln. Ja. Ne? Weil meistens sind die Leute in diesen Kurzgeschichten ja nicht doof. Nee, du hast auch gar keine Zeit, Doofheiten an denen zu erzählen. Doch, du kannst, du hast genug Zeit, dich richtig doof anzustellen auch. Ne? Und ist halt schwierig. Aber ihr seht schon, also es ist auf einer Seite schwierig zu beschreiben und zu erklären, auf der anderen Seite aber auch sehr faszinierend und ich finde, es hat halt einfach super viele Möglichkeiten und ich kann mir vorstellen, wirklich, wenn du, oder was heißt, ich kann mir vorstellen, es ist ja auch bewiesenermaßen, wenn du dann auch richtig gut bist und richtig gute Ideen einfach einbringst, dann kannst du dir ja auch einen Langfilm einbringen, nun mal, ne? Ist dann halt immer die Frage, was willst du und wenn das dein Ziel ist, ne, dann und, hoffe ich natürlich für jeden, dass das Ziel erreicht wird. Ja, genau, genau. Ach ja. Wie gesagt, nochmal hier Thorsten, schade. Es ist schade, dass ich den Film nicht bekommen habe. Ja, wir müssen mal gucken, wo wir den irgendwie, weil ich bin angeheizt, ich möchte es wissen. Ja, ich will es aber auch. Ich will ihn haben. Also den Film. Ja, ja. Auf jeden Fall werden wir euch da dann vielleicht noch ein Update geben, falls wir den dann endlich mal gesehen haben. Wenn wir ihn gesehen haben, machen wir eine Besprechung. In dem Moment, wo wir den Film gesehen haben. Okay, machen wir. Ja, Leute, ihr seht, es ist schwierig. Ja, gut, du kannst halt so einen Film nicht besprechen, großartig. Das macht keinen
großartigen Sinn. Nee, ist halt so. Ich hatte irgendwas noch im Kopf gehabt. Ja, dann raus damit. Ich meine, es gibt ja auch immer im asiatischen Bereich immer sowas wie so Chinese Ghost Story oder sowas. Ja, Japan. Stimmt, ja, ja. Und solche Gedönse, ja. Die halt dann schon sehr... Ja, die Asiaten sind ja da schon sehr krass immer unterwegs. In ihren langen Filmen sind die krass unterwegs, aber in diesen ist halt auch eher so Schlafwagen. Naja, ist gut, kann halt nicht alles toll sein, ne? Was aus Asien kommt. Ja. Ich wollte gerade auf dem deutschen Markt, ob es da irgendwie noch Kurzfilme gibt, bestimmt. Ich weiß gar nicht, wie lange die ersten Filme von Ittenbach waren. Keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht so drin, ne, im Thema, muss ich gestehen. Ja. Aber ihr merkt, also es ist wirklich ein cooles Thema und ja, ihr könnt auf jeden Fall ja mal, wir haben ja eine ganz Mini-Umfrage schon mal gemacht, was ihr davon haltet. Und aber hier zum Beispiel Familienratgeber von Olaf Ittenbach. Ja, ist ja. Der, ich weiß gar nicht, ob der auch eher so... Ne, es ist Trash vom Allerfeinsten, das wissen wir alle. Ne? Und ich weiß gar nicht mehr, ob das auch so... Es waren auch immer so gewisse Szenen immer nur. Da ich den nicht kenne, keine Ahnung, kann ich da leider nicht... Haben wir nicht gesehen gehabt, den ersten Teil? Ist ja egal. Nee. Egal. Also ich nicht. Olaf Ittenbach, großartiger Mensch. Ne? Ja. Du hattest doch vor kurzem da so ein Mediabook gekauft gehabt von dem. Ja, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Es musste irgendwo in unserem Stäpeln. In den Stäpeln. In diversen Stäpeln sein, die wir euch auch noch schon 1000 Jahren zeigen wollten. Ja. Das Lustige ist, dass wir irgendwann schon mal so ein Video gemacht hatten mit Börsenfunden, das wir aber nie hochgeladen haben. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Also kann man die Filme halt auch nochmal. Also machen wir ein riesen Präsentationsvideo mit Sachen, die wir seit dem letzten Jahr. Ja, ich glaube seit einem Dreivierteljahr hier auf Stäpeln liegen. Ich glaube, das Video, was wir gemacht haben, war wirklich hier mit, wo ich die ganzen Rutger Hauer Filme und so weiter geholt. Das kann sehr gut sein. Aber wie gesagt, dann hauen wir die Sachen halt nochmal alle in ein Video und dann könnt ihr euch darauf freuen. Aber wann wir es raushauen, können wir jetzt noch nicht versprechen. Allerdings, wie gesagt, wollte ich gerade noch sagen, dass wir ja so eine Mini-Umfrage halt hatten, um euch zu fragen auf Instagram, wie ihr Kurzfilme findet. Und also der Tenor war auch sehr begeisternd, muss man sagen. Also es war, dass ihr euch sehr begeistert auch dazu geäußert habt und eben auch das Medium YouTube angesprochen habt, weil es nun mal... es ist die leichteste Methode, mal eben hier... Genau, daran zu kommen. Ne? Und ist ja auch gar nichts verwerfen. Nein, um Gottes Willen. Deswegen machen das ja auch Leute und laden das ja auch da hoch, weil es... Ach, Jeff Goldblum ist hier. Ja, die ganze Zeit schon. Der nervt ein bisschen. Nervt ein bisschen, ne Mann, ey. Inside. Ja, genau. Für alle, die nicht wissen, wer Jeff Goldblum ist. Neben Jimi Hendrix steht jetzt hier Jeff Goldblum in unserem Wohnzimmer. Ja, wir haben, wenn wir eine Fliege im Haushalt haben, dann ist es Jeff Goldblum. Ja. Immer, zwangsläufig. Ja, natürlich, immer. Ganz viele Jeffs. Der arme Mann. Und der wird immer nach draußen geschickt. Ja, im besten Fall ja. Im schlechtesten Fall wird er von einer Fliegenklatsche ermordet. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, weil das wieder Hasstrinaden ein... Ist mir egal. Wenn sie sich gut anstellt, kann sie ja auch gehen. Sie. Sie Fliege, der Jeff Goldblum. Die Bart. Die. Ja, wir atmen hier schon wieder so ein bisschen. Ja, aber das ist auch egal, weil mir ehrlich gesagt zum Thema nichts Großartiges mal einfällt, weil es ist halt ein kurzes Thema. Ja, wir hätten bei 30 Minuten Schluss machen sollen, dann wären wir im Kurzfilm-Modus gewesen. Aber wir sind ja auch, wir labern ja auch einfach immer noch dummes Zeug rum. Ja, kennt ihr uns ja, ne? Ich gucke ja auch immer, ob hier noch irgendwo eine Perle ist, die man übersehen hat vielleicht. Aber ich glaube eher nicht. Aber ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr so cool findet. Findet ihr eher so Episodenprojekte à la ABCs of Death oder à la hier Geschichten aus der Gruft cool? Oder VHS. Genau, die genannten von uns. Oder findet ihr halt eher so, was man so auf YouTube findet, cool? Und schreibt da uns gerne mal in die Kommentare, was da so eure Favoriten sind. Wie gesagt, ich finde beides cool, weil ich finde halt dieses... aller ABCs of Death, ich weiß, ich habe es schon gesagt, aber dass es halt einfach nochmal so eine Rahmenhandlung außenrum hat, aber trotzdem jeder Kurzfilm eben
für sich steht. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Mal ganz kurz. Außer außerhalb der Kurzfilmreihe. Ich möchte, weil ich hatte irgendwann mal erwähnt gehabt, dass ich unbedingt den The Sadness in meinen Händen haben wollen würde. Ja. Am besten 4K, Mediabook, voll geil. Und irgendein, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, hatte auf Instagram geschrieben gehabt, in einer persönlichen Nachricht. Ich weiß gar nicht, ob es persönlich ist, auch egal. Ja, ich weiß, habe ich gelesen. Von wegen, ich weiß den Originalton nicht mehr, tu dir das nicht an, so toll ist der Film nicht, spar dir das Geld, warte bis, ne? Und ich bedanke mich für diese Kopfwäsche, ne? Dass ich wirklich darauf verzichtet habe, mir das Mediabook zu holen, weil ich war bei der Filmbörse gewesen, genau. Ne? Bei der letzten, habe ich mir den The Sadness auf stinknormale Blu-ray gekauft. Ja, ja. Und ich muss sagen, der Film ist nicht so gut. So gut, also. Okay. Ne? Ist halt jetzt wirklich nicht. Weißt du, und das sind dann immer so, boah, der blutigste und schlimmste, der wohl brutalste Zombie-Film aller Zeiten. Tja, Werbung muss halt sein, ne? Ich bin aber auch so, ich glaube das. Ne, also, der war echt nicht so toll. Da kann ich nicht mitreden, aber. Gut, also dann ist alles es ja so wieder. Filme sind, wo wir beide davon ausgehen, dass die eventuell ein bisschen zu hart für dein zartes Gemüt. Ja, ja, gut, ne? Aber nichtsdestotrotz. Auf jeden Fall Dankeschön für den hilfreichen Tipp. Genau. Das wollte ich nämlich auch sagen. Das finde ich nämlich halt richtig cool, dass man dann durch sowas, also ne, unsere Community. Die Community. Nach halt wirklich Tipps und. Chef. Jeff, kurzes Chaos wegen Jeff, durch die Community eben so Tipps bekommt oder die dann sagen, ja, nee, pass auf, das ist Quatsch, ne, oder sagen, ja, nee, voll geil, lohnt sich voll, das finde ich halt richtig, richtig cool, dass man da im Austausch auf jeden Fall ist, also danke an dieser Stelle. Ich habe euch gerade hier rumfliegen sehen, deshalb. Abschweifen. Ja, aber ich schweife gerne ab. Hat jemand den Film Lamp gesehen? Ja, da bin ich auch noch zwiegespalten. Ja, ja, ja. Ich bin zwiegespalten. Ja, ich auch. Ich, ja, zwiegespalten. Ja, aber schreibt mal, ob ihr den kennt. Ich bin zwiegespalten. Nächstes Jahr besprechen wir. Ja, also ich will jetzt auch gar nicht zu viel sagen, denn vielleicht kommt er ja mit auf die Filmliste, auf die Podcastliste. Ja. Besser gesagt. Die Podcast-Liste. Wurde von Stephen King so episodenfilmmäßig nicht noch mehr verfilmt? Bestimmt. Was, ich muss jetzt noch mal ganz kurz dumm sein, ja? Ja. Was war denn das? Es ist eine blutige Seide, Entschuldigung. Wir haben den Film nämlich, weil du ja auch auf der Filmbörse dieses Mediabook in der Hand hattest. Oh, guck mal, hier, hatte ich ja noch gesagt gehabt, nee, den haben wir schon. Entschuldigung. Ja, jetzt werden hier wieder alle meine Verfehlungen rausgeholt. Weil ich mir nie merken kann, was wir schon haben und was nicht. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ich wollte noch mal kurz fragen, ob... ich habe es heute sehr schwer hier, muss ich übrigens sagen. Ne? Mein Gehirn ist noch nicht so 100% wieder im Einsatz. Aber ich überlege doch gerade, was für ein Film das war, wo es heißt... aufhören zu rauchen und wenn sie nicht aufhören zu rauchen, dann die Frau den Finger. Wenn sie mir zugehört hätten im Laufe der Folge, dann hätten sie erfahren, dass es diese tolle Rauchfolge in Katzenauge ist. Ah, das war in Katzenauge. Ne? Okay, ja cool, dann war das das. Meine Liebste. Ja, mein Herzblatt. Ja, siehste, ich bin halt verwirrt. Und heute besonders. Was ist eigentlich mit Marcel Waltz? Hier von wegen La Petite Mort zum Beispiel. Ja. Wie lange geht der? Der ging gar nicht. Keine Ahnung. So lange. Ne? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kann mal gucken, da steht hier bei mir direkt. Weil ich hier nämlich gerade, was hatte ich jetzt gerade gehabt? Aber leider nicht im Kurzfilmbereich angesiedelt. Doch länger. Ja, Director's Cut geht 78 Minuten. Ah, okay, alles klar. Na gut, das ist jetzt kein Kurzfilm. Nein. Das war mir jetzt schon klar. Aber ich hatte doch gerade noch irgendwas gehabt. Marcel Waltz. Wer liebt ihn nicht? Wir hatten ihn sogar schon mal gesehen. Wollte ich auch gerade sagen, wir haben ihn schon mal live gesehen. Bei Weekend of Horrors damals noch. Ja, ich glaube, er hatte einen Leo-Fell-Mantel an. Ja. Aber es war schon wieder cool irgendwie. Doch, cooler Mensch.
Und das sind halt auch so Leute, die, wo ich immer das Gefühl habe, die machen halt einfach, ne? Ja, sollen sie ja auch, um Gottes Willen. Jeder soll das machen, woran er richtig Spaß hat. Ja. Aber richtig Spaß hat. Aber richtig Spaß. Ja, jedenfalls habe ich doch noch gehabt. Also Vorbereitung ist alles, sage ich euch. Nö, manchmal muss man auch einfach nur mal sowas machen. Ich finde sowas gut. Ja, einfach mal so ein bisschen. Hat der mal schon Don't Do It 2 geguckt? Wir noch gar nicht, ne? Nee, wir noch gar nicht. Aber steht auf jeden Fall auch auf der Liste. Aber vielleicht kommen wir ja dazu, denn jetzt beginnt erstmal unser Urlaub hier, Leute. Jetzt ist erstmal Wochenende. Jetzt ist erstmal Wochenende und nach dem Wochenende beginnt unser Urlaub, wo wir sehr darauf hingefiebert haben. Ja, ein bisschen schon. Ja, wie sieht's bei euch aus jetzt im Sommer? Geht's noch irgendwie weg oder habt ihr noch Urlaub? Falls ja, genießt es. Erholt euch vom Stress des Alltags. Ja, bitte. Wer weiß, wie das noch alles weitergeht. Ja. Ansonsten würde ich jetzt vielleicht doch schon langsam zum Ende kommen wollen. Ich will noch nicht. Doch, du gehst ins Bett. Blair Witch. Ja. Ich sage jetzt einfach irgendwelche willkürlichen Filmtitel. Nein, das ist nicht das Thema. Wir sind eh schon weit genug abgeschwiffen. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass mittlerweile auf YouTube bei den beliebtesten Videos von uns mittlerweile Bernhard und Bianca auf Platz 4 gesprungen ist. Ja. Ich glaube, an Saw vorbei, ne? An Saw vorbei. Beliebteste ist Warlock. Halloween, richtig geil, düstere Legenden ist voll. Ja, voll aufgesprescht. Und dann kommt schon Bernhard und Bianca. Ja. Da frage ich mich natürlich, was stimmt mit euch nicht. Aber naja. Ich feiere das extrem, muss ich sagen. Ja. Weil es zeigt, dass unsere Aktion im Januar ja anscheinend gut angekommen ist. Ja, ja, weil halt, wenn man hier bei Let's Cast bei den Statistiken immer guckt, dann ist Bernhard und Bianca immer mal so dabei. Ja, also in der Woche. Ne, ist immer zwischendurch mit Bernhard und Bianca wird runtergeladen. Ne? Ja. Bitte ein Statement von euch zu Bernhard und Bianca. Sind das vielleicht Eltern, die das ihren Kindern vorspielen? Ach, du grüne Du beschwerst dich, dass er nicht mit dem Geier reden kann, mit dem Adler. Das ist ein Reizthema. Das macht dir zu schaffen. Ja, immer noch. Ich wach nachts schweißgebadet auf und muss zur Arbeit. Nichtsdestotrotz kriegen Kurzfilme an sich, das Thema an sich, eine 10 von 10 Annemarie ist auf jeden Fall. Ich find's mega, ich find's super geil. Wie gesagt, ich hab ja gesagt, ich würde auch gerne mal sowas machen. Ja, vielleicht kann man das mal machen. Ne? Vielleicht kommt man mal in den Genuss, einen Kurzfilm zu machen. Weißt du schon? Ich presch alles rein. Oh nein, bitte. Geistermädchen aus dem Brunnen. Da gibt's irgendwie ja noch einen Serienkiller. Da bekloppter Hinterwäldler, da alles rein. Ich finde auch noch einen, der hinkt. Ich möchte noch einen Hinken. Dann ist das asiatische Mädchen, das Hinkende. Nee, die kann nicht alles sein. Die kann nicht aus dem Brunnen klettern, asiatisch sein, lange Haare haben und dann noch hinken. Dann ist sie kurzhaarig. Okay. Ja, wäre doch auch mal was. Ja, so ein kurzhaariges, asiatisches. Ja, finde ich gut. Kurz, ne? Da sind wir wieder bei kurz. Ja, Leute, wie gesagt, ihr findet uns auf Instagram. Unter und ich nenne den Film. Gruselhaus 84. Das Boot. Nö. Copyright-Verletzung. 3000 Zillionen Hass, das können wir uns nicht leisten. Dann halt nicht. Also, das auf Instagram Gram unter Gruselhaus 84, auf Twitter unter Gruselhaus findet ihr uns. Unsere Podcast-Folgen hört ihr immer samstags auf Spotify, Amazon Music unter Gruselhaus und natürlich laden wir immer noch mal die Folgen sonntags auf YouTube hoch unter Gruselhaus. Ja. Das wollte ich schon mal als Werbeblock einschieben. Wir müssen das echt, sagen das und dann fügen wir das einfach ein. Ach, ich meine, mich stört das nicht so. Ich mag ja diese ganze Chaos-Folgen. Ja. Ich finde das gut, so völlig konzeptlos irgendwie. Ja, das ist schon gut. Ja. Das ist halt wirklich was anderes, wenn du halt einen konkreten Film besprichst, dann hast du natürlich deinen. Wir schweifen ja auch öfter mal ab, das wisst ihr ja. Aber man hat schon durchaus seinen roten Faden, zu dem man wieder zurückfindet. Und so kannst du einfach in Unterhose hier sitzen und machen. Sonst habe ich immer einen Anzug. Wir sitzen nicht in Unterhose. Jetzt habe ich alles verraten. Ach, Leute. Obwohl ich es bei der Hitze mir wünschen würde. Ich finde, geht heute eigentlich. Du
bis heute ganz komisch. Ja, ich hatte gestern ein Glas Wein zu viel. Ich habe mir schon die Seele aus dem Leib gekotzt und sitze trotzdem jetzt hier. So, jetzt wissen es alle. Das meinte ich wollte vorhin ja mit, nicht drauf rumreiben. Das meinte ich vorhin mit, heute ist ein bisschen schwierig für mich. Aber wer feiern kann, ne, der kann auch arbeiten. Die klugen Sprüche der von Eltern. Muttern. Ja, ist halt echt so. Ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich einfach sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ich würde ja gerne mal einen Kurzfilm machen. Ja, wie gesagt, packen wir mal als Projekt. Ja, finde ich, find ich Kiste. Gut. Wir haben ja noch unseren alten Camcorder. Ja, ganz schlechte Qualität. Ja gut, Found Footage, ne? Ja, ist auch nicht viel besser. Ja, ne? Sag ich doch. Found Dann Footage. Sind wir halt... Also ihr könnt euch auf was gefasst machen. Wir hauen mal auch irgendwann einen Kurzfilm raus. Thema Kurzfilmprojekt. Eure Vorschläge. Ja, schreibt mal. Schreibt mal eure Vorschläge. Aber es muss und ob der Filmtitel Das Boot gut ist. Nein, ist es nicht. Aber es muss realistisch sein, Leute. Also schreibt uns gerne auf Instagram. Meinetwegen auch per Direktnachricht. Ja. Aber nicht statt dann, wenn der Film irgendwann mal da ist, dann, ja, immer, das war aber meine Idee. Ah, ihr wollt nur alle finanziell beteiligt. Übrigens, Beteiligte. Ich wollte das noch erwähnt haben. Ich hab, oh Gott, jetzt kommt's. Ich hab ja mal erwähnt gehabt, dass ja meine größte Angst ist, ja! mit dem, dass ich da auf ganz hoch oben in der Luft auf so einem Plateau aufwache, weil ich ja wahnsinnige Höhenangst habe. Und die kriegt schon wieder klitschen das dahin. Ne? Und, ne, dass ich da auf dem Plateau bin und dann aufwache und dann, wow, ne? Habe ich von erzählt. Und jetzt habe ich gestern ein Bild gesehen zu einem Film, ich glaube, der hieß The Fall, wo genau das ist. Oh mein das Gott, ist ey. Das Rad über den Wolken, so ein Plateau, drauf ist eine Frau, wie ich. Nein, aber... und ich habe mir so, Leute, Alter. Die haben doch meine Idee geklaut. Ja. Haben sie nicht, weil ich ja. gönne ihnen den Erfolg. Ne, aber ich habe mir so... Möchtest du finanziell beteiligt werden? Ja, ich ja. möchte nicht mitmachen. Ne? Ja, also würde ich sagen, aber wie den Film ist denn gucken, das? Ne? Den Film ich muss doch mal rausfinden, wie der wirklich hieß. Ich glaube, der hieß nicht sofort. Ein bisschen billig eigentlich. Ne? Ich glaube, der hieß, ich muss mal noch mal rausfinden. War völliges Chaos hier heute angesagt. Aber das wollte ich noch erzählt haben, weil ich das eigentlich voll cool fand. Ey. Gerade ne, abends schläfst du da drin und morgens isst du es ja, dann. Ja, das finde ich passt ja auch immer in jede Lebenslage. Arthur Spooner, ja. bester Mann. Ja, das, der Typ ist geil. Ist halt echt so. Ne? Leute, ich würde trotzdem sagen, wir kommen zum du Ende. Ist der Vater von Ben Stiller gewesen. Ja, das stimmt. Ja, es stimmt ja auch. Das ist keine Lüge. Das ist keine, der Rest war eine Lüge alles. So Leute, ihr seht, wir haben euch ein bisschen Chaos hinterlassen. Vielleicht habt ihr Spaß dran, ne? Herr Schade, Sie haben einen Auftrag. Ja, definitiv. Wir auch. Wir müssen noch herausfinden, wie man da dran kommt. Und ne? Für ein kleines Entgelt zahle ich dafür auch. Aber wenn Sie es uns für ein kleines Entgelt zahle ich. Das war komisch. Das war komisch. Okay, das macht also gar keinen ich bezahle dich erstmal, damit ich dir was geben kann, damit ich bezahlen kann. Das ist toll. Super Marketingstrategie. Ich wollte eigentlich sagen, aber wir nehmen es auch umsonst. Nein. Für Nein, gute natürlich. Produkte zahlen wir natürlich auch gerne. Doppelt und dreifach vor allen Dingen. Ja. Lasst, ne? Ich muss meinem Mann ja eh immer auf die Finger hauen, was Trinkgeld geben angeht. Ich bin halt, wenn jemand gute Leistung erbringt, dann soll er auch dafür belohnt werden. Ja, nur weil eine Taxifahrt 30 Euro kostet, kann man ruhig mal mit 50 Euro auf die Kacke hauen. Es tut mir leid. Ne? Manchmal ist man halt begeistert. Ja. Ich bin auch leicht... Na, eigentlich bist du leicht. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich mein Job hier von uns. Ich bin hier die leicht Begeisterungsfähige. Ja. Naja, egal. Wir haben noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie ihr hört, und sagen jetzt... Du siehst doch so aus, als wenn du noch was sagen willst. Ich sehe immer so aus, als ob ich noch was sagen will. Okay, kann ich? Warte mal. Doch, hör auf jetzt. Also Leute, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die sommerlichen Temperaturen und sagen, wir hören uns wieder im Gruselhaus. Tja, Leute, ne? Ich verabschiede mich auch an diesem sonnigen Samstag. Sonniger Samstag. Ja. Ne, ist wie der tätowierte Tierfreund. Oh. Macht es gut, macht es besser. Grüß die Hühner. Heidewitzka, der Kapitän. Ich finde das Boot einen guten Filmtitel.
Haut rein. Tschüssikowski. Ciao.